So gehen mit ihr alle 100 Genossen zum Arbeiterkampf und zum Fest nach dem Sieg. Hey, 1. Mai in der DDR, staatlich verordneter Arbeiterkampf sozusagen. Was natürlich ziemlich witzlos ist, weil es ist ja irgendwie wenig Arbeiterkampf oder irgendwas Revolutionäres, wenn es staatlich verordnet ist. Aber ja, es gab die großen Paraden und da musste man mitmachen und man hatte diese hübschen Winkelemente, so nannte man das, diese Wimpeln, mit denen man dann gewunken hat und sich gefeiert hat als Arbeiter- und Bauernstaat. Erst einmal, ich bin in der Kleinstadt im Westen aufgewachsen. Und ich habe den Tag der Arbeit am Anfang nie verstanden, weil ich dachte, wieso denn niemand am Tag der Arbeit arbeitet. Das gibt es zu, es ging einigen von euch. Aber in Berlin gibt es ja noch eine andere Tradition. Spätestens seit den späten 80ern ist Berlin ja berühmt für die Krawalle. Da gibt es immer die hübschen Bilder mit brennenden Mülltonnen und Vermummten. Ich persönlich habe nie an der revolutionären 1. Mai-Demonstration teilgenommen, weil ich fand immer das irgendwie so, ja, so auch so institutionalisierte Revolution. Kampf gegen Staat und Kapital? Nix. Was stattfand, war Saufen am 30. April, weil ja schulfrei. Da gibt es auch noch die Tradition der Maibäume. Oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen. Da stellen dir dann die Jungs, die dich mögen, eine Birke vor die Tür mit einem Herz dran. Ich musste mich gerade wirklich ein bisschen totlachen. Ich habe diese Baumgeschichte noch nie gehört, dass ihr das da drüben gemacht habt. Noch nie. Alles läuft im Prinzip in der Dorfjugend im Westen. Läuft alles auf diesen 1. Mai zu. Die Trecker. Also die Jungs haben sich dann so Trecker besorgt, damit sie die Bäume jeweils bei ihren Freundinnen und bei ihren Angebeteten unterbringen können. Wir haben immer Maifeuer gemacht. Und da waren wir meistens entweder im Mauerpark. Gibt bestimmt viele Leute, die sich an die Zeit noch erinnern. Oder wir waren auf dem Kreuzberg und die ganzen jungen linken Leute haben sich getroffen und es war immer so ein bisschen wie Klassentreffen und irgendwann kamen die Bullen, haben uns gekesselt, den Park mit Licht geflutet, dann waren die Bundespolizeihubschrauber mit Flutlichtscheinwerfern noch von oben. Nein, wir bleiben jetzt im Park, wir verteidigen den Park. Das Einzige, was wir in Kontakt mit der Polizei hatten, war wirklich, wenn wir zu laut waren und die Nachbarn, also die 80-jährigen Nachbarn, die so ungefähr 700 Kilometer von dem Feld, wo wir gegrillt haben, gewohnt haben, die Polizei gerufen haben. Irgendwie bin ich mit 15 öfter mal so dort reingeraten, ohne je tatsächlich auf dem revolutionären 1. Mai gewesen zu sein, habe ich doch sehr, sehr oft Pfeffer geschluckt oder bin in den Kessel reingeraten. Manche Mädchen haben ständig Bäume gekriegt, auch richtig große. 1. Mai auf dem Dorf im Westen. Patriarchaler Horror. Und dann Maifest. Heutzutage, ganz easy, man hat die Krawalle einfach wegkommerzialisiert, weggentrifiziert. Gesehen von den Albernheiten ist es doch grundsätzlich eine gute Sache, dass es einen Feiertag gibt zum internationalen Arbeiterkampftag. Es gibt ja einen absolut guten Anlass, dem Kapital den Kampf anzusagen. Das ist ja schon eine ziemlich lange Tradition eigentlich mit dem 1. Mai. In Amerika haben damals die Arbeiterinnen mit einem Generalstreik die 8-Stunden-Woche durchgesetzt, am 1. Mai, in den späten 1880er Jahren, war es. Gute Kämpfe, die in der Vergangenheit geführt worden sind, was wir eigentlich so gar nicht mehr kennen, ne? Naja, Deutschland sind ja die streikfaulsten überhaupt, da gilt das ja als verpönt oder faul. Deswegen haben sie auch die geringste Reallohnentwicklung in Europa. Ja, es könnte einen Zusammenhang geben, man weiß es nicht. Und wem haben wir es zu verdanken, dass das ein offizieller Feiertag ist für die Arbeiterinnen und Arbeiter? Ratet. Und einen Tag, nachdem er den 1. Mai als offiziellen Feiertag eingeführt hat, hat er die Gewerkschaften verboten. So, also wir haben jetzt gelernt, dass der 1. Mai viele seltsame Ausprägungen hat. Mit komischen Traditionen. Die Bäume. Arbeiter, Bauern, hört die Signale. Party. Das ist ein Winkelement. Schnittchen statt Randale. Man kann am 1. Mai auch heutzutage was Vernünftiges tun, nämlich Nazis blockieren. Die sind nämlich auch immer ganz vorne mit dabei, diesen internationalen Arbeiterkampftag für ihre Propaganda zu missbrauchen. Am 1. Mai dieses Jahr gibt es deswegen zum Beispiel einen Aufmarsch der NPD in Worms, wo sie demonstrieren unter dem Motto "Sozial geht nur national". Verhindert das. In München-Gladbach demonstriert, also hetzt die NPD gegen ein Asylbewerberheim.
In Saalfeld will die Partei der sogenannte Dritte Weg aufmarschieren. Das ist so eine ganz komische neue Vereinigung, die sich zusammensetzt aus ehemaligen Nazi-Organisationen, die bereits verboten sind. Und in Tröglitz, ihr wisst, da wo die entsetzliche Geschichte war, wo auch ein Asylbewerberheim angezündet worden ist, dort gibt es eine antirassistische Demonstration unter dem Motto »Raus aus der Scheiße, rein in die Stadt«. Und ich hoffe, auch dort könnt ihr ein starkes Zeichen setzen. Weil wir natürlich auch wissen, dass die Fashion-Blogs viel erfolgreicher sind, haben wir uns gedacht, wir machen ein Outfit of the Day vom 1. Mai. Denkt an die Sonnenbrillen. Das sieht nicht nur ziemlich cool aus und es wird wahrscheinlich ziemlich schönes Wetter, sondern es hat auch den schönen Nebeneffekt, dass ihr eure Netzhäute schützen könnt vor Angriffen von Polizei durch Pfefferspray zum Beispiel. Ganz modisch ein schönes Tuch, das ihr euch um den Kopf wickeln könnt. So ungefähr. Dann könnt ihr nämlich auch eure Atemwege vor Pfefferattacken schützen. Wenn ihr eure Atemwege vor Verätzungen schützt, in dieser Art und Weise, gilt es als Vermummung und ist damit illegal. Passivbewaffnung. Keine Alternative. Heraus zum 1. Mai! Falls ihr unser Video gut fandet, dann gilt wie immer, verlinkt uns, gebt uns ein Däumchen. Wäre ein Träumchen und so. Ein Träumchen. Abonniert uns. Und falls noch Demos dazukommen sollten, Nazi-Demos, die es zu blockieren gibt, die sind ja da auch manchmal spontan, ergänzt sie unten noch in den Kommentaren, bitte. Oder schreibt uns, wir werden auf all unseren Plattformen, also bei Twitter und Facebook, dann auch das Ganze weiter verlinken. Also, macht's gut und viel Erfolg. Tschüss.